So, herzlich willkommen zum nächsten Video. Ja, diesmal schauen wir uns ein Berbedorf an, 10 Kilometer vor Matmata und danach Matmata selber mit den vielen Erdlöchern. Okay, entschuldigt die zu starke Kameraschwenkung manchmal, ich muss das noch ein bisschen optimieren. Okay, dann viel Spaß und ab geht's. Also hoch ist sie nicht so richtig gekommen, das schöne Kätzlein. Ja, wissen nicht. Alles gut. Oh, kein Schwanz. So, wir laufen ins Dorf, wo wir gestern übernachtet haben. Und guckt euch wieder mal Pflanzen an. Mann, schon lange nicht mehr gesehen. Das muss ich mir gleich reinziehen und beschnuppern. So sieht diese Landschaft von oben aus. Wunderschön, überall in den Tälern haben sie so Staumauern gebaut, falls mal regnet, damit das Wasser schön da bleibt. So, schönes, altes, glaub Berberdorf. Dahinter ist noch mal ein Dorf. Ein bisschen abgelegen. Ja, wir erkunden alles. Immer wieder schmale Gässlein. Bisschen wie in Italien, Süditalien, in den Bergdörfern. Hier ein Mauerdurchbruch. Sehen wir gleich runter. Das ist Altertum. He? Ach, ist das herrlich. Wunderschön, wirklich wunderschön. So was gefällt mir. Antik. Da oben ist die Kirche. Nein, natürlich nicht die Moschee. Und hier ist ein Berbermuseum. Also hier sind, das ist ein Berberdorf. Wir gucken darüber. Übrigens da die Dächer. Da wird auch Wasser gesammelt oder hat man früher. Und das hat man dann natürlich gebraucht. So, und da in dieses Museum gehen wir. Wir warten jetzt, bis der Mann aufmacht. Und die zwei, die warten halt draußen. Bonjour! Oui, c'est bon. C'est die Chaine de Patrick? Non? Non, ça c'est moi. Ah, c'est à vous? Oui. Et se rassemble le noir à Patrick, le belge. Ah, qui, ok. Qui a la maison d'hôte. Ok, oui. Non, ça c'est la racine husky. Ah, d'accord. Also, dann gehen wir rein. Ich nehme euch mit. Es ist ja wunderschön hier. Ne? Ja, außen sieht man das nicht an, aber es ist wunderschön. Das ist die Berberkultur. Der Eingang ist genau 1,20 Meter, glaube ich. Und ja, hier ist Aufenthaltsraum. Hier hat man geschlafen, offenbar. Und hier drin ist es natürlich kühler im Sommer. Gehen wir zum nächsten Eingang. Ich nehme euch da mit. Aha, der Getreidespeicher. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen schön hingestellt. Normalerweise sieht das sicher nicht so ordentlich aus. Aber hier wird Öl auch, vielleicht Wein sogar, weiß nicht. Ah, da oben ein bisschen abgedichtet vielleicht. Also er hat gesagt, ich könne hier durchlaufen, es sei ein Rundgang. Jetzt sind wir wieder im Getreidespeicher. Ja, und hier geht's in den nächsten Raum. Wohnstube. Aha. Wasser. Aha. Die Puppen sind einfach ein bisschen zu weiß. Ja. Hier ist mehr ein Museum. Da ist noch ein Bett. Da oben die Holzträger, das sind Palmen. Hä?
Hier der Spiegel, kleines Detail. Ja, seht ihr mich? Hä? Das ist das Kinderzimmer, hat er gerade gesagt. Die nicht verheiratet sind, die sind dann hier drin gewesen. Ich denke mal, sogar zwei Stück werden da geschlafen haben, wenn die mehrere Kinder haben. Ja. So, und der Herr, der wohnt hier oben auf dem Dach. Auch wunderschön hergerichtet. Wow. Merci pour visiter. Merci pour vous de venir partager avec nous tout ça. Au revoir. Au revoir, Wiedersehen. Ja gut, dann gehen wir wieder, ne? Oh, ich muss duschen, ich rieche nicht mehr so angenehm. Es ist auch ein bisschen heiß geworden. So, jetzt meine zwei Wölfe sind irgendwo, wie immer, aber sie werden mich finden. Ja, hier ist alles zerfallen. So, meine Neugier treibt mich immer weiter. Links würde es zurückgehen, ich gehe jetzt aber rechts. Und meine Wölfe, die erkunden das für sich alleine offenbar. Irgendwo werden sie sein. Aber hat ja kaum Leute. Ja, vieles ist natürlich nicht mehr bewohnt wie hier und dann zerfällt das alles. Übrigens, so Museum, so wie ich sage, in Marokko gewöhnt bin, die verlangen keinen Eintritt, aber man gibt dann einfach irgendwas. Ich habe ihm jetzt, glaube ich, 2 € gegeben. Und dann sind die zufrieden, die leben eigentlich von den Besuchen meistens, aber vermutlich jetzt nicht mehr, weil nicht viel läuft. Wunderschön, hä? Diese Statue ist, glaube ich, ein bisschen ein Werbezeichen. Das sieht man auch immer wieder auf Zeichnungen. So, wir sind am Zurücklaufen. Da war die Getreidemühle. Ein Pferd oder ein Kamel läuft da rundherum. Das gleiche wie in Marokko. Ja, ist auch berberisch. So, der Mann dort oben im Museum zeigt mir, dass meine Hunde da sind und mich suchen. Lauf ich halt nochmal zurück. So, die erste hat mich gefunden. Aber die Ayla, ich denke, die ist nach Hause. Jetzt schauen wir mal, ob es hier Brot gibt. So, das ist so ein durchschnittlicher kleiner Laden. Ui, wo ist er? Nochmal eine Statue, die soll an was erinnern, offenbar. Das ist sicher ein Franzose, so wie der aussieht. Ja, was die hier vermutlich angerichtet haben, will ich lieber nicht wissen. Die Invasoren damals. Hä? So, 2 Katzen in Kampfstellung. Angie, Angie, pass auf. Und dann nochmal 2 noch kleine, süße. So, ihr wollt sicher wissen, wie das Dorf überhaupt heißt. Also das hier, das wir jetzt gerade angeschaut haben, das heißt Tamozret. Und das kleine auf der anderen Seite vom Berg, das ist Taoyout, Taoyout. So, wir gehen jetzt wieder zurück. Das Dorf findet man, wenn man von Dus kommt, Richtung Matmata. Es ist, glaube ich, 10, 15 Kilometer vor Matmata. Habe ich auch eher zufällig entdeckt, aber man fährt da automatisch durch. Und wer will, kann noch diese Straße entlang fahren, dann kommt man zum anderen Dorf. So, und da hinten steht mein Camper. Und Ayla, die wird bereits da sein. So, da seht ihr hier die Ayla. Sie liegt schön im Schatten. Hoi Ayla, hoi, hast du mal gleich gefunden? Ja, super Ayla. Ja, fein ist das gemacht, gell? Ja, Brot habe ich gekauft. So, jetzt gibt es Essen für die Hunde. Das habe ich hier drin. Abends gibt es eine Büchse für 2, geteilt in 2.
Und hier habe ich Trockenfutter einmal und dann noch drin nochmal eine ganze Schublade voll. So, wieder zurück und jetzt wird, ja, ich dusche zuerst und dann wird gefrühstückt. Es ist zwar schon 11 Uhr, ich habe bis 10 Uhr geschlafen, gestern lange telefoniert, ja. Und ja, am Abend habe ich noch gegessen, dann habe ich eine Peperoni. Bei euch sind das Paprika gegessen, eine rote. Mir hat man gesagt, die sei nicht scharf. Und die war höllenscharf. Ich bin fast gestorben, ey. Es war so ein Teil, aber die war rot. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch scharf sind. Ich probiere es dann am Abend mal. Und sonst, ja, ist das nichts für mich, weil da sterbe ich schier. So, also. Dann. Hier noch meine Nüsse, genau. Die habe ich ja noch von Deutschland. Die kann ich, die sind jetzt trocken. Die kann ich dann mal verarbeiten. So, jetzt gehe ich in die Dusche. Aber das alleine, hä? Ja, für alle, die es interessiert, noch nicht gesehen haben, hier ist ja die Dusche, das zeige ich euch. Schön Platz. Und das Schöne ist, das Moment, ist ja die Toilette. Und hier habe ich noch, hier kann ich noch abschließen. Jetzt habe ich da einen schönen Raum, um ja mich anzuziehen oder was auch immer machen. Ja. So, das ist auch so eine Frage, die manchmal wieder kommt, ob die Dusche da das Wasser auch schön abläuft. Ich stehe jetzt nämlich schräge, nicht ganz gerade. Ihr seht, hier ist Wasser. Und, aber hier ist so eine große Schwelle hier. Also es kann nicht raus. Und ich tue jetzt das einfach mit dem dahin befördern und mache dann sauber da. So, Endresultat. Alles schön gereinigt. Kam gerade der Mann vorbei, die Angie, die passt schön auf, die bellt dann sofort, der eine kommt. Aber nur, wenn wir ein bisschen außerhalb stehen und nicht in der Stadt, dann nicht. Da sind so viele Leute. Aber so weiß ich immer, dass irgendjemand kommt. So, wir fahren weiter nach Matata. Das ist nur 10 Kilometer entfernt. Also diese Landschaft ist einfach nur ein Traum, wie malerisch. Diese Berge, wunderschön. So, geht 10% runter, die Motorbremse ist voll am Arbeiten. Da gibt es wieder ein Museum. Hä? Da gehen wir jetzt aber nicht hinein, ich denke, da wird ungefähr ähnlich sein wie das letzte. Die Wohnungen sind da in diesen Hügel eingebaut. Jö, Gewürze, ja. Also das ist eine Gegend mit ganz vielen Erdwohnungen. Vorne sehen wir Matmata und jetzt schaut euch diese Kulisse an, das ist der Hammer. Das ist einfach nur schön, das ist Wahnsinn. Eigentlich ist das alles durch Erosion entstanden. Ich weiß nicht, ob früher hier alles bewaldet war oder Büsche. Wenn man das alles abholzt, dann ja, schreitet diese Erosion halt eben. Blick nach rechts, das ist Wahnsinn. So, Matmata. Ja, Matmata reicht. Ja, ich bin jetzt gerade rechts weg von der Hauptstraße, weil ich suche hier einen Platz, weil ich werde hier sicher eine Nacht übernachten. Und jetzt suche ich mir einen Platz, ein bisschen abgelegen mit einem schönen Ausblick. Das ist das Schöne an diesem Land. Es hat fast keine Camper und dadurch kann man wirklich überall stehen, überall, wo man Platz findet. Und ja, guckt euch diese Aussicht an. Ich stehe, ich glaube, da oben hin. Ich laufe zuerst zu Fuß und schaue mir das an. So, ich habe meinen Platz gefunden.
gleich neben einem Erdloch. Und das ist typisch hier. Das ist jetzt aber der Stall. Die haben da ja ein Erdloch eingebaut für die Tiere. Hier ist der Zugang von da hinten. Und da unten haben es die Tiere im Sommer kühler wie da draußen. Das ist der Ausblick. Fantastisch. Also eine Traumkulisse, wirklich malerisch. Wäre das sicher ein schönes Objekt. Aber ich kann nicht malen. Also da hinten ist ja das Erdloch, wo wir vorher gesehen haben. Dann geht hier ein Durchgang durch. Und da ist das nächste Erdloch. Da muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht runterfällt. Ja, jetzt schaut ihr mal dieses Tür schon hier an. So kann man es auch machen. Ich bin jetzt hier nicht in einem Ort, wo dann alles touristisch aufgemotzt wurde. Das gibt es auch noch. Das sehen wir sicher auch noch. Von daher ist das sicher interessanter, weil es eben noch original ist. So, noch ein Blick nach unten. Also überall haben die da Erdlöcher drin. Zum Teil dienen sie als Wohnung, zum Teil als Stall, zum Teil als Futter. Vorratslager, wie Agadirs in Marokko. Eila, die Seiltänzerin. Hä? Hier die nächste. Ich war da drin vor 3 Jahren schon mal. Man kann da, glaube ich, sogar ein Zimmer buchen und übernachten. Die wird gerade renoviert. So, die letzte. Hier ist auch ein Restaurant, da kann man essen. Und die sind alle miteinander verbunden, mit Durchgängen. So, hier ist noch eine. Und da hinten seht ihr meinen Camper. So. So, hier, das Ganze ist ein Hotel, kann man buchen und in diesen Erdwohnungen kann man dann ja übernachten. Da geht's rein. Wir gehen mal rein, he? Euch zuliebe. So, jetzt sind wir da drin. Das Ganze noch von unten. Also alles unterirdisch, im Sommer natürlich extrem interessant. Jetzt gehen wir da noch rein. Das sind die Toiletten. Und ja, Bedroom. Ja. Da geht es wieder zu den nächsten Erdwohnungen und da noch eine. Gut, wir gehen schnell. So. Die unbesetzte Rezeption. Ja, Star Wars. Der Film wurde ja, glaube ich, teilweise in Tunesien gedreht. So. Hallo. Also hier ist das Restaurant. So, bin um Gemüse einkaufen, der macht das noch ganz konventionell mit Gewicht und Waag. Genau. Sehr gut. Das gefällt mir. So, neuer Morgen. Ich habe noch ein bisschen Salat. Für Tiere, die da unten im Loch sind. Ja, diese armen Tiere. Da habe ich bei dir diesen Salat aufgesammelt, auf den sie sich natürlich sofort stürzen. So leben die da.
So, jetzt haben sie wenigstens was zu essen. Ne? So, wir gehen jetzt da hinten auf diesen Berg. Und die Katzen, die machen wieder ihren Morgensport. Immer wenn meine Hunde kommen. Ja, hier hinten richtig Altertum. He? Olivenöl gibt's da. Natürlich im Berg drin. Ja, die Erde ist da eigentlich sandig und da kann man gut reingraben. Oh je, Besuch. Wir müssen da durch. Müssen wollen. So, wie haben es passiert? Und hier gibt es so schönen kleinen Wald. Hey. Ja, und überall hauen sie da Löcher rein. Wir gehen jetzt da mal nach oben. So, das ist hinter dem Berg. Plantagen. Aber es hat hier sicher auch schon lange nicht mehr richtig geregnet. Das sieht man. Da hinten ist noch eine Stadt, ja. So, jetzt bin ich ganz oben und man merkt hier, haben sie, glaube ich, Ausschau gehalten. Das wurde sicher reingehauen da. Und jetzt die Aussicht genießen. Also, das ist Matata von oben. Weit zerstreut. Und da nach hinten. Ja, da werden sie überall so ihre Löcher haben und zum Teil Gärten, Stufengärten. Und auch hier, es hat, also die haben wirklich die Erde ausgehöhlt wie ein Schweizer Emmentaler. Überall. Da hinten steht übrigens mein Camper. Da genau. Ja, überall hat es Löcher. Und eine Stelle da hinten beim Platz, die ist natürlich touristisch und diese Löcher, die kennt eigentlich niemand. Weil die sieht man nicht von der Straße, aber von hier oben. So, ich bin wieder unten. Hier sieht man auch schön, wo das Abwasser rauskommt. Hier beim Grünen. Und hier unten vermutlich die Grube für die Toilette, nehme ich mal an. So, dann machen wir da einen Schnitt. Das nächste Video ist von Tatawin und den Weg bis dahin und ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, wir sehen uns wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Daumen hoch und tschüss.